So, Amigos, hört mir zu. Das, was ihr gerade seht, sieht aus wie ein absolut buntes Kinderspiel fürs Handy. Kann sein. Aber das ist ernst. Ich habe eine Menge dazugelernt. Mir macht dieses Spiel immer noch viel Spaß. Es ist interessant. Es ist wie ein großes Puzzle. Wie ein großes Rätsel. Und man muss immer wieder die richtigen Puzzleteile finden, um das Rätsel zu schaffen. Das Puzzle besteht aus schießenden Affen, die auf Ballons. Aber ja, auf jeden Fall in so einer Art und Weise. Ich habe viel gespielt. Wir haben auf Anfänger viele Maps auf schwer geschafft. Wir haben auf Zwischenstüfler, I don't know, was das für ein Wort ist, haben wir auch Maps auf schwer geschafft. Wir haben auf Fortgeschrittener Maps auf schwer geschafft. Mehrere. Das, was wir jetzt schaffen wollen, ist auf Experte eine Map auf schwer schaffen. Das ist mein aktuelles Ziel in diesem Spiel. Ihr werdet lachen. Es gibt hier safe Leute, die haben 16.000 Stunden und sagen sich, ich habe schon, weiß ich nicht, ich habe 205 auf meiner Brust tätowiert. Ich weiß aus dem Kopf, welcher Affe der beste ist. Mir egal, ich weiß es nicht. Und diese finstere Burg bringt mich sowas von an meine Grenze. Ich habe vieles probiert. Wir haben, als ich im Urlaub war, immer wieder ich war eine Woche im Urlaub und wir haben Laptop-Streams gemacht. Anderthalb Stunden, zwei Stunden. Ich habe immer wieder vom Laptop gestreamt mit ganz schlechter Quali. Es war ganz schrecklich. Der Screen war voll mit Balance. Man hat nichts erkannt. Aber trotzdem hat es sehr viel Spaß gemacht. Aber ich habe diese Map nicht geschafft. Wir haben verschiedenste Taktiken. Wir haben probiert mit doppelten Reißnagelwerfern. Wir haben das Piratenschiff versucht. Wir haben mit Saouda. Wir haben uns einen neuen Champion geholt. Saouda spiele ich momentan. Gefällt mir gut. Für die Map aber schwierig, denn wie ihr sehen könnt, wir haben kurze Strecken vierfach verlaufend in eine Richtung. Und zwar alles auch sehr, sehr kurz. Ja, problematisch. Sehr, sehr problematisch. Ich möchte mit euch gemeinsam das jetzt endlich mal hinbekommen. Ich habe es noch nicht geschafft, diese 80 Runden zu schaffen. Wie gehen wir vor? Das Ding. Wir werden am Anfang zu 100% Damage bekommen. Ich möchte mit euch aber jetzt erstmal hier loslegen mit einer klassischen Saouda. Saouda wird vollkommen überfordert sein. Aber wir geben unser Bestes. Sobald ich 300 Credits wieder habe, werde ich sofort einen Reißnagelwerfer. Oder eigentlich könnte ich auch einen Ninja platzieren. Wir gucken erstmal, wie viel Damage wir bekommen. Doppel-U-Boot haben wir probiert. War eine Taktik, die ich unbedingt mal testen wollte. Ich habe gedacht, wäre übernice. Hat gar nicht funktioniert. Und ich spiele immer noch nicht mit Autostart. Ist mir egal. Wenn ich nicht mit Autostart spiele, ich raff's nicht. Ich krieg's nicht hin. Saouda, du machst es gerade super. Wirklich. Okay, wir sind bei 285. Wir müssen sofort Reißnagelwerfer. Ihr denkt euch so, Bro, warum denn dieser Reißnagelwerfer? Er schießt in alle Richtungen um sich. Der ist dort gut. Und für Saouda wüsste ich keinen anderen Spot, ehrlich gesagt. Ich könnte mir vorstellen, Saouda eventuell hier und dann hier Doppelreißnagelwerfer. Weiß ich aber noch nicht. Guck mal, wir hauen uns mal den Inferno-Ring rein. Yeah. Ey, wir kassieren so viel Damage, ne? Das ist ja richtig unangenehm. So, 399. Ich könnte und würde eigentlich sogar noch schneller schießen, jetzt erstmal pushen. Mach es aber nicht, denn wir werden sparen für unseren Freibeuteraffen. Denn der Kollege wird sehr, sehr wichtig sein mit seinem Hotshot für Blei. Bin ich Big Fan. Wir werden den Kollegen auf einer entspannten 2-4 zocken. That's the plan. Bro, wir sind ja jetzt schon, wir sind so down bad. Es ist da ein... Digga. Ah, nein, ich hab mich... Ah, 4 HP reicht auch. Bro, der Laser. Der Laser. Oh mein Gott, war das knapp. Das sind 8 Stück nur durchgekommen. Bro, hätten wir ein bisschen mehr HP. Der Laser hat richtig geballert. Ich mach sofort, wenn ich kann... Okay, das ist echt OP. Ja, okay, ihr habt recht. Vielleicht ist er doch sehr gut. Ja, ihr habt... Oh, ich fand die ganze Zeit so übertrieben. Das komplizierte Setup mit meinem blöden Reißnagelwerfer. Ey, aber ich fand sie cool. Dann mache ich oben eine Saouda in die andere Ecke rein, ne? Alles klar. Okay, ich würde dann sagen, zusätzlich hier zu dem Setup, wir sind jetzt erstmal mit Tarn stabil ausgestattet. Ich... würde ja eigentlich sogar sagen, ich gehe so früh wie möglich auf den Magier oder auf unseren, ihr wisst schon, Kollegen. Ich gehe auch gerne, ich glaube, dass wir uns das momentan erlauben könnten, jetzt eigentlich zu sparen für die 920 und ihn sehr früh schon dort platzieren. Erst Magier für Blei. True. Plantage nicht vergessen, je nachdem, wenn es halt möglich ist, ne? So, das sieht doch erstmal alles solide aus. Also auf der Map ist halt die Mitte sehr, sehr, sehr stark mit dem Magier hier. Deswegen möchte ich das halt um jeden Preis hier mal haben. Dann holen wir uns jetzt nochmal direkt den Tarn dazu. Ist halt wie geschenkt.
Jetzt ist die Frage, machen wir direkt nochmal den Doppelschuss beim Ninja oder gehen wir dann jetzt schon direkt auf den Minigun? Eigentlich könnte man schon Minigun direkt machen, oder? Erstmal Doppel und dann sparen wir jetzt. Okay, wie skill ich ihn am besten so schnell wie möglich? Wobei, die unteren sind ja gar nicht so teuer. Ich finde das sehr, sehr, sehr gut, dass wir den jetzt spielen. Er macht richtig Laune. Er bockt richtig. Ja, guck mal, wie das hier durchgeht. Wobei, ehrlich gesagt, noch, er muss ja kaum noch was machen. Alle anderen machen gerade erst noch the real work. Aber das Problem ist jetzt aber hierbei auch, Leute. Wir haben jetzt gerade gar nichts für Moab. Reicht die Laserkanone denn für die Moab aus? Die erste Moab kommt dann auch vor allem bei Sauda. Mit Fähigkeit, ja. Wenn die Moab kommt, sofort die Fähigkeit poppen. Okay. Dann muss ich jetzt nur noch meinen eigenen Aim beweisen. Hehe. Alright, it's Laser Time. Boah. Bosshaft. Generell sehr, sehr interessanter Charakter. Also, dass wir den jetzt auf der Map erst so entdeckt haben, ja, fast schon ein bisschen weh. So, wir haben jetzt aber trotzdem 2-6 in der Bank. Atem des Drachens jetzt eigentlich warten, oder? Get ready, Moab. Alright. Wie viel haben wir denn verloren? Ging eigentlich, oder? 40 circa. Wir müssen halt dringend was gegen Moabs machen. Maybe eine Kanone? Oder sparen wir auf Laser? Magier 024. Nein, Leute. Wir spielen ihn bewusst dort. Weil er dort mit der Mitte hat er einen stabilen... Eine sehr, sehr, sehr stabile Posi. Also hier in der Mitte bringt das Feuer hier sehr viel. Necro ist auch sehr geil, ja. Aber der Laser lohnt sich halt schon, ja. Wir gehen halt Full Investment auf ihn hier. Macht das irgendwie Sinn? Wenn das Ende seines Schusses mehr Damage macht, sollte das, der Schuss eher hier hingehen, auf diese Kreuzung. Nee, also, weil das ist jetzt momentan, ich aim ja momentan dahin. Also eher so. Bro, das Setup ist so viel simpler, ne? Mir kommt so viel, als hätte ich beim letzten, ich habe jetzt einfach 4 Atzen gestellt. Sonst, ich musste halbe Doktorarbeit schreiben, um überhaupt irgendwie weit zu kommen. Und das ist es jetzt? Jetzt eine Plantage? Auf was die Plantage? 2-3-0 war das, was ich auch eh mal gespielt habe, ne? Passt. Und was ist das nächste, was wir machen werden? Noch einen? Von links nach rechts? Oder machen wir eine Kanone, weil ich mich ehrlich gesagt gegen Moabs ein bisschen besser wehren möchte? Oder sind Moabs Lacher? Oder halt einen Moab-Stun. Wir könnten einen Sniper packen. Weiter vorn. Oh. I guess. Boah, Bro, die Runde ist geil. Boah, das gefällt mir gerade echt gut, was wir hier haben. Okay, Leute, was machen wir? Also, ich würde jetzt einfach, weil du nichts groß damit falsch machen kannst, ich würde halt einen 4-2-0er Sniper eigentlich oben drauf packen. Oder ihr sagt halt for real einen zweiten Laser. Ihr habt eigentlich recht. Eigentlich ist der Laser der way to go. Also ich sage jetzt nur ein Verstümmel-Moab, weil wir halt die Moab halt dann slowen könnten, während halt der Laser vielleicht drauf zielt. Extrem teuer, aber wir sind gut dabei. Ja, einen zweiten Laser könnte ich mir auch gut vorstellen. Zweiter Laser ist halt gegen alles gut. Aber kriegen wir bis 63 einen zweiten Laser hin? Der Sniper würde kosten 11k, also das nochmal verdoppeln. Laser, 20k für ihn nochmal. Ja, wir hoffen einfach mal. Ich will jetzt einen Sniper. Bei aller Liebe, ich habe das beste Gefühl dabei, wenn wir ihn... Also, ich will den Stun. Oh, hätte ich vielleicht früher schon mal umaimen sollen. Nee. Wow. Krass. Oh, sind wir schon bei 7k? Ist das Maximum, ne? Okay, aber wir sehen eigentlich gerade stark aus, muss ich sagen. Geil. So, wir haben jetzt 4-5. Was können wir mit 4-5 noch machen vor der 63? Irgendwas Sinnvolles? Maybe halt hier beim Ninja oder so, dass man die Mitte ein bisschen dicht macht oder so. Dass man halt hier slowt. Weil das ist gut für den Laser. Und wir haben ja noch ein bisschen was in der Bank. Catching. Die Kyro nochmal rein. Und jetzt... Ich weiß halt nicht, wann ich reingehen sollte.
Mit den Skills. Ey, das geht. Vor allem die Kanone. Die Kanone gefällt mir, weil die Kanone nochmal so einen großen Flächenschaden reinhaut. Geil. Ey, ohne Mist. Wenn die sich gerade so stacken, ist die Kanone und räumt komplett ab. Geil. Unfassbar gut. Bro, ich glaube, der Eisatze war echt gut. Soll ich als nächstes den Eis unten auf 4 hoch? Probably schon, oder? Come on, Leute, wir schaffen das. Und als nächstes dann noch eine Kanone. Ja, ich glaube, das ist ein guter Take. Also jetzt halt nochmal auf Zusatzdamage. Nochmal eine Kanone oder nochmal Laser, aber Laser wird zu teuer, probably. Boah, habt ihr gerade gesehen, wie langsam der war? Unfassbar gut. Geil. Ultra gut. Richtig gut. Mit der Banken Laser. Ja, ich glaube, Laser können wir uns nicht leisten. Auf was spielen wir eine Kanone? Wieder die gleiche? Wieder eine 204? Oder gibt es irgendein sinnvolles Upgrade, was wir machen können? Nee, alles zu teuer. Schaffen wir nicht. Dann lieber eine zweite Kanone. Alright. Come on, Alter. So weit waren wir noch nie, Leute. Oder? Der Arzt drückt echt gut Damage. Auf geht's, Alter. Eigentlich ist das unfassbar gut, auch jetzt ein Skill zu machen mit Sauda. Weil wir dann die Skills wieder aufladen. Junge, was eine Big Cannon. 3-3. Was können wir noch machen? Was wird sein? Also, wie kriegen wir das durch die 80? Und eine zweite Minigun. Meint ihr wirklich? Kriegen wir das hin? Das können wir uns niemals leisten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir einen zweiten Laser hinbekommen. Lass uns einen zweiten Laser versuchen. Come on, er hat uns weit gebracht. Wir belieben jetzt nochmal unseren Kumpel. Sauda macht aber auch sau viel, ne? Boah, das wäre so nice, wenn wir den zweiten Laser noch hinbekommen. Schaffen wir. Sehr gut. Guckt euch das da an. Der Sniper ist unfassbar wichtig. Ihr sagt mir, wann ich die Bank verkaufen soll. Soll ich die Bank... Ich schaff's auch so, oder? Ich schaff's auch so. Oder soll ich die Bank weghauen? Die wird mir kein Geld mehr bringen, ne? Aber wir haben den Laser auch so drin. Hoffe ich mal. Ja, wir gehen mal auf Nummer sicher. Wir gehen mal auf richtig Nummer sicher. Ja. Sehr gut. Come on, Alter. Das sieht sehr, sehr, sehr gut aus, Leute. Alright, nochmal zum zweiten Sloan. Glaube ich, ist auch erstmal ganz gut. Lukas, danke dir für die 5 versteckten Subs. Vielen lieben Dank. Leute, ich glaube, wir haben es endlich geschafft. Es geht in die letzte Runde. Junge, der Alki macht richtig fett. Bro, oh mein Gott, es war so ein Hassel, Alter. Ey, wenn ich mir jetzt noch vorstellen würde, dass wir mit den Nagelfabriken, also mit den Nagelwerfern, mit den Reißnagelwerfern hier stehen würden. Oh mein Gott, Bro. Wir haben es endlich geschafft. Endlich. Unsere allererste Experten-Map auf schwer. Geil. Insane. Geiles Setup, wirklich. Also, der Laser-Typ hat so viel gebracht. Der hat richtig dick was gebracht. Kanone haben mir auch gefallen. Der Eisaffe war auch so strong. Der hat so heftig reingeballert. Sehr, sehr, sehr nice. Wir können gerne noch weitermachen. Aber ich glaube, dann muss ich jetzt auf jeden Fall... dann muss ich mich jetzt auf jeden Fall um das... um ein Affendorf kümmern, oder? Dass ich eventuell neben dem Laser Affendorf stelle mit 2-3-0. Ja, mal gucken, was hier noch geht. Das wäre es natürlich, wenn wir es jetzt halt noch weiter schaffen. Boah. Hilfe. Ist einer durchgekommen? Es ist einer durchgekommen. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir können noch einen Necro hier unten hinstellen. I mean, why not? Hier oder was?
weiter vorne. Er ist halt echt sehr late. Aber, mal gucken. Zweiten Alchemisten. Ja, auf Fürst der Finsternis. Wir müssen jetzt eigentlich immer auf den Fünfer gehen, oder? Zweiten Alchemisten, wo denn genau? Also für wen? Zweiten Alchemisten dann nochmal. Zu den Kanonen und mal gucken, was jetzt abgeht. Mal sehen, wie lange das Spiel noch geht, Alter. Dieser Uda macht echt viel, ne? Die hat mehr Damage als der Laser. Aber weil sie auch weiter vorne steht. Laser auf 5 wäre wild, aber viel zu teuer, oder? Alright. Da ist es passiert. Aber wir sind weit gekommen, Alter. 87. Wir haben uns davor so hart schwer getan. Aber die Laserarzten waren es wirklich. Ich bin richtig stolz. Hat mich wirklich. Wir haben das Rätsel geschafft. Wir haben das Puzzle gelöst. Und ja, sehr, sehr cooles Setup. Hat mir sehr gut gefallen. Aber auch die Sniper. Sniper waren auch, fand ich, glaube ich, sehr wichtig. Und ich bin auch großer Fan der Eisatzen. Eis finde ich so cool. Sehr, sehr, sehr strong. Zum allerersten Mal haben wir eine Experten-Map überhaupt gespielt und auch direkt geschafft. Und das Ganze auch dann auch nochmal auf schwer. Und darauf bin ich stolz. War cool. Wird bestimmt ein YouTube-Video. Sehr nice. Lasst ein Like da. Ciao.